Zwei Firmen habe ich heute für euch im Sonntagsvideo. Ich bin der Callcenter-Crasher. Diese zwei Firmen sind ein Musterbeispiel für Anrufe der Trading-Mafia und deren Inkompetenz. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Anrufen, die wie immer nach dem Intro beginnen. Hallo? Hallo? Hallo. 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 Warum melden Sie sich nicht? Guten Tag, Herr Bergmann. Wer ist denn da? Mein Name ist Julia Reger, ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Von welchem Markt? Greater Capital. Sagt mir nichts. Sie registrieren in unserer Plattform. Bitte, was habe ich? Sie haben das vergessen, ja? Bitte, was habe ich? In unserer Plattform. Wie bitte? Ja, Sie sind von welcher Firma? Greater Capital. Ja, und wie kommen Sie auf mich? Ja. Vielleicht Sie haben das vergessen, ja? Was habe ich vergessen? Sie registrieren in unserer Plattform, ich habe schon gesagt. Wann habe ich mich irgendwo registriert? In unserer Plattform. Und wann? Wir haben viele... Wann? Okay, einen Moment, ich schaue. Activity. 3 days ago. Bitte was? Freitag. Freitag? Das ist im 6. Dezember. 6. Dezember. Am 6. Am Samstag? Nee, bezweifle ich. Ja. Herr Bergmann, haben Sie Erfahrung am Finanzmarkt? Nein. Keine Erfahrung. Ja? Das sagte ich gerade. Wie bitte? Hallo, ich höre. Was ist denn los bei Ihnen? Hallo? Hallo? Hallo. Herr Bergmann, warum haben Sie aufgelegt? Ich habe nicht aufgelegt. Warum haben Sie denn aufgelegt? Nein. Ja, nein, ich habe nicht aufgelegt. Okay, Herr Bergmann, ich bin Kundenbetreuer. Ich helfe Ihnen, das ist mein Job, helfe Ihnen mit dem Aktivieren Ihres Handelkontos weiter. Okay? Mit Ihrem schlechten Deutsch wollen Sie mir helfen? Ja. Okay, dann erzählen Sie mal. Hallo? Hallo. 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 Guten Abend, Herr Bergmann. Hallo. Ja. Mein Name ist Julia Rieger. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Vom Finanzmarkt? Was heißt ja, das? Ja, Sie registrieren bei uns. Was heißt das? Von welcher Firma rufen Sie an? Ich rufe Sie von Unternehmen Greater Capital. Ja. Sie haben sich für passives Einkommen interessiert, richtig? Ja, stimmt. Wie bitte? Ja, stimmt. Da, und ich bin Kundenbetreuer. Ich helfe Ihnen mit dem Aktivieren Ihres Handelkontos weiter, okay? Da. Und Herr Bergmann, haben Sie Erfahrung am Finanzmarkt? Ja, ich habe ein Konto. Ach so, Sie aktivieren Ihres Handel, oder wie? Nein, ich habe ein Konto. Sie haben mich gefragt und ich habe gesagt, ich habe ein Konto am Finanzmarkt. Bei meiner Bank. Und okay. Und mit welchen Unternehmen arbeiten Sie oder Sie arbeiten allein? Mit meiner Sparkasse arbeite ich zusammen. Okay.
Und welche Erfahrung haben Sie, positiv oder negative? Mit der Sparkasse habe ich eine gute Erfahrung. So, haben wir jetzt genug über meine Erfahrung gesprochen? Weswegen rufen Sie jetzt an? Ach so, Sie arbeiten allein, ja? Verstehen Sie meine Sprache? Wie bitte? Verstehen Sie meine Sprache? Ich höre Sie nicht so gut, Herr Bergmann. Ja, das liegt daran, weil es so laut bei Ihnen ist. Okay, schauen Sie einmal, Herr Bergmann. Bei uns, Sie können natürlich Geld verdienen, ja, wissen Sie das. Und zum Beispiel, Sie anfangen mit einem kleinen Betrag, das ist 250 Euro. Und jedes Monat, Sie bekommen von 10-50% Profit für Ihre Einzahlung. Und Sie arbeiten nicht allein. Bei Ihnen arbeiten unsere Analysten. Sie helfen Ihrem Malles. Ja. Und vielleicht möchten Sie anfangen, arbeiten bei uns auch, ja? Bei Ihnen arbeiten? Die arbeiten? Ja. Ich hab meinen Job. Ich habe eine Arbeit. Okay, einen Moment. Hallo. Hallo. Ein Moment, Herr Hai. Warum? Was ist denn los? Hallo. 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 Was ist denn los? Herr Hai, jetzt verbinde ich Sie mit meiner Kollegin an einer Stelle. Okay? Mit wem? Was? Hallo. Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo? Hallo. Ist Ihr Telefon kaputt? Nein. Hören Sie mich? Ja, wer ist denn da jetzt? Ja. Und, wer ist denn da jetzt? Für aktivieren Ihres Handelskontos wer ist denn da jetzt? Hallo. Lehrstuhl. Ah ja. Und was wollen Sie jetzt? Ich habe gesagt, ich bin Kundenbetreuer. Ich helfe Ihnen mit dem Aktivieren Ihres Handelskontos weiter, okay? Ja, und? Dann erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Firma. Für aktivieren Ihres Handelskontos, Sie brauchen Internet und Karte. Und ich habe schon gesagt, Sie brauchen 250 Euro für Anfänger. Und Sie arbeiten nicht allein bei Ihnen. Ich möchte gerne etwas über Ihre Firma wissen. Ich kenne Ihre Firma ja gar nicht. Hallo, ist das Telefon wieder kaputt? Hallo? Ein Moment. Was denn jetzt schon wieder? Dauernd ist das Telefon kaputt. Hallo. Alles gut. Nee, es ist nicht alles gut. Dauernd ist Ihre Leitung weg. Es ist nicht alles gut. Hallo. Hallo. Hallo, ein Moment. Warum ein Moment? Warum? Hallo. Schönen guten Tag, Herr Bergmann. Ja, wer ist da jetzt? Mein Name ist Osman Ashurizia, bin schon mit meiner Kollegin Julia Rieger gesprochen, ja? Ja, die hat ja nichts sagen können. Sie wissen, wer rufen Sie vom Finanzmarkt an, ja? Ja, und von welcher Firma?
Okay, Herr Bergmann, ja, ich habe eine Frage. Ja, ich habe auch gerade eine Frage gestellt. Von welcher Firma rufen okay, Sie an? Okay, Fragen. Ja, ich habe gerade die Frage Sie gestellt. Bitte. Von welcher Firma rufen Sie an? Verstehen Sie nicht so gut Deutsch? Ich rufe Sie ja von Gresser Capital an. Ja. So, und nun? Verstehen Sie mich? Und ja, es Sie ist sehr laut bei Ihnen. Ist bei Ihnen eine Party? Okay. Ist bei Ihnen eine Party? Da wird gejubelt und geklatscht. Sind Sie in einer Diskothek? Hallo? Hallo? Sind Sie ja, in ja, einer ja. Diskothek? Ich bin hier. Sie sind in einer Diskothek? Sie haben schon diskutiert. Nein, ich habe Sie gefragt, verstehen Sie eigentlich meine Sprache? Nein, ich bin im Büro. Ach, Sie verstehen meine Sprache nicht, weil Sie in einem Büro sind? Ich verstehe Sie alles. Ich bin im Büro. Das ist meine Arbeit und meine Frage ist so. Ja, können Sie meine Frage erstmal beantworten? Okay, ich antworte. Ja. Ich antworte schon. Gut, dann los. Ich antworte schon. Okay, Herr Bergmann, ich habe nur eine Frage. Nein, Sie sollen erstmal antworten. Sie sind der Schloch, ja? Ah, wieder ein Betrüger. Hey, dummer Betrüger, was ist los mit dir? Sie sind dumm. Und Sie sind der dümmste Betrüger, der heute angerufen hat. Sie sind Doppelschloch. Meine Kollege hat gesagt, ich lach dich aus, der dümmste Betrüger, der heute angerufen hat. So, fertig. Jo, Tag. Ja, hallo? Jo, Tag. Guten Tag, Herr, hören Sie mich bitte? Jo, wer ist denn da? Olivia Erso, am Apparat, meldet sich gerade aus dieser Market-Plattform. Ich rufe Sie an, um Ihnen die Möglichkeiten zu erläutern, die wir als Unternehmen allen Kunden bieten, die an Online-Investitionen interessiert sind. Haben Sie mal gehört über Online-Handel oder wissen Sie, wie das funktioniert? Ja. Und haben Sie Erfahrung gehabt? Ja. Gute und das Schlechte? Gute. Ich habe eine Menge Sachen bei eBay verkauft. Sehr gut. Also, Herr, ich möchte Ihnen unsere Möglichkeiten, wir als Unternehmen, wen wollen Sie denn eigentlich sprechen? Hier wohnen mehrere Leute. Wer bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Hier wohnen mehrere Leute. Ich möchte mit Herrn Steffen Meyer. Mhm, okay, nee, das bin ich. Okay, sehr gut. Und für die neue Kunden bitten wir ein gutes Angebot ein. Wenn Sie möchten, das erste Mal, Sie können uns testen, nur mit einem Betrag von 200 bis 250 Euro und das gleiche Betrag bekommen Sie auch als Bonus von uns. Gar nicht, worum es geht bei Ihrer Firma. Also, ich habe Ihnen gesagt, dass es geht um Onlinehandel. Wir sind ein Handelinstitut. Und unsere Plattform heißt easymarketseu.com. Das muss ich mir mal angucken. Können Sie es mal buchstabieren? Ja, natürlich. Oder wenn Sie haben WhatsApp mit dieser Nummer, ich kann Ihnen per WhatsApp schicken und kann Sie selbst sehen und eröffnen. Ich kann es jetzt nochmal sagen. Können Sie es mal buchstabieren? Ich habe kein WhatsApp. Ja, okay, kein Problem. Also E wie Emily. Ja. A wie Anton. Ja. S wie Siegfried. Ja. Y. Ja. M wie Martha. Ja. A wie Anton. Ja. R wie Richard. Ja. K wie Köln. Ja. E wie Emily. Ja. T wie Timo. Ja. S wie Siegfried. Ja. E wie Emily. Ja. U wie Ulrich. Ja. .com. C-O-M. Okay, dann kann ich da ja mal drauf schauen. Okay, schauen Sie und ich warte hier. Ja, kein Problem. Danke.
Was denken Sie? Ja, ich sehe, es muss gerade erst aufmachen. Ich sehe gerade, Sie sind ein. Sind Sie eine Firma aus Australien? Hier steht Australien. Nochmal bitte? Ich bin gerade auf Ihrer Webseite. Da steht Number One Lowest Cost Broker in Australia. Sind Sie eine Firma aus Australien? Nein, nicht nur in Australien, Herr. Wir sind eine deutsche Firma, aber wir arbeiten mit vielen Bereichen und Filialen in Deutschland, Österreich, Australien, England und so weiter. Ach, Sie sind eine deutsche Firma? Ja, wir sind eine deutsche Firma, genau. Ah ja, gut, okay. Ich wundere mich nur, weil Sie rufen ja nicht aus Deutschland an. Wer bitte? Sie für eine deutsche Firma sprechen Sie sehr schlecht Deutsch. Ich sagte gerade, Sie rufen ja nicht aus... Ja, weil ich bin nicht eine Deutsche. Ja, Sie rufen aber auch nicht aus Deutschland an. Sie sagten, Sie sind eine deutsche Firma, aber Sie rufen nicht aus Deutschland an. Woher rufen Sie an? Wir sind englische Firma, Herr. Deutsche Firma, weil wir arbeiten mit vielen Filialen in England, Deutschland, Österreich, Australien. Also was sind Sie jetzt, eine englische Firma oder eine deutsche Firma? Wir sind eine englische Firma und auch eine deutsche Firma. Nee, man kann ja nur sein, wo sind Sie denn als Firma? Wo ist der Hauptsitz dieser Firma? Englische. England, dann sind Sie alle englische Firma. Gut, so. Ja, genau. Gut, okay. So, und was bieten Sie jetzt genau an? Wie bitte? Und was bieten Sie jetzt bitte genau an? Also, Herr, wir arbeiten mit vielen Bereichen wie Aktien, Indizien, Bitcoin, Kryptowährungen und so weiter. Ja, das aber was genau bieten Sie jetzt an? Also, für die neue Kunde bieten wir ein gutes Angebot ein. Erst einmal, Sie können uns mit nur einem Betrag von 200 bis 250 Euro und das gleiche Betrag bekommen Sie auch als Bonus von uns. Sie werden auch einen Berater bekommen und auch 3 Tage Probezeit. 3 Tage werden Sie mit unserem Bonus arbeiten, werden Sie sehen, wie das alles funktioniert und wie viel Profite der Berater gemacht hat. Und nach der Probe entscheiden Sie nochmal, ob Sie weitermachen oder nicht. Ja, nee, das hört sich gut an. Dann, ja gut, dann würde ich gerne erstmal diese ersten 3 Tage mit Ihrem Betrag handeln und dann kann ich ja entscheiden, ob ich einzahle. Okay, ich bedanke Ihnen. Ja, und wie geht denn das nun? Sie haben ja gar nicht gesagt, wie. Also Sie, ich kann bei Ihnen handeln. Also, Herr. Ich habe einen Namen, Frau. Ja, das funktioniert so. Hören Sie mich? Ja, Frau. Ja, Herr. Also, ja, Frau. Wir sind ein Online-Handel-Institut und guck mal. Erstmal, wir werden ein Probezeit. Gucken Sie mal. Wir kennen uns ja nicht. Bitte beim Sie bleiben. Okay, Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Ja. Also, Sie können eine Probezeit machen. 3 Tage Maximum. Diese 3 Tage werden Sie mit unserem Bonus arbeiten. Und nach der Probezeit können Sie eine Entscheidung treffen. Also, wenn Sie möchten, Sie können mit 250 Euro starten und 250 Euro bekommen Sie auch als Bonus von uns. Und mit diesem Bonus, Sie werden diese Probezeit machen. Danach, ich werde Ihnen unsere Bankdaten schicken, wenn Sie möchten. Und Sie können diese Einzahlung machen. Und so, wir können weiter mit den Prozeduren anfangen. Ja, dann verstehen Sie? Ja, dann schicken Sie mal die Bankdaten. Okay, machen wir so. Und wann ist es möglich, das zu machen? Was? Ich weiß doch nicht, wann Sie die Bankdaten schicken können. Okay, ich werde Ihnen sofort die Bankdaten schicken. Nachher, Sie werden arbeiten und mit einem Broker. Ja, und welche E-Mail-Adresse haben Sie von mir? Ja, unsere E-Mail-Adresse. Möchten Sie per E-Mail schreiben oder? Verstehen Sie meine Sprache? Ich habe Sie gefragt, welche E-Mail-Adresse Sie von mir haben. Ja, warten Sie kurz bitte.
maya123@mailbox.org. Ja, das ist richtig. Okay, soll ich Ihnen per WhatsApp schreiben oder per E-Mail? Sie rufen hier auf ich eine... Ich glaube, es ist... Vielleicht, ja. Sie haben eine Frage gestellt, dann hören Sie sich die Antwort an. Sie rufen hier auf einem Festnetztelefon an, da gibt es kein WhatsApp. Aber wir haben unsere Sekretärin, dass sie von uns... Aber ich habe kein WhatsApp. Sie rufen auf einem Festnetz an. Okay, ich werde Ihnen per E-Mail schreiben, wenn es möglich ist. Ja, genau. Darum bitte ich bitte. Okay, ich werde Ihnen unsere Bankdaten per E-Mail schicken. Ja, Machen wir so? Ich bleibe so lange dran, damit ich noch, falls ich noch Fragen habe, dass ich Fragen stellen kann. Ich bleibe dran am Telefon. So viel Zeit sollte sein. Guck mal, Herr. Gucken Sie mal. Hören Sie mich? Ja, gucken Sie mal, heißt es. Unsere Managerin sagt mir, dass es ist verboten, mit E-Mail zu arbeiten. Wir können mit Ihnen per E-Mail schreiben, wenn Sie schon ein Kunde bei uns sind, okay? Ja, gut. Ich denke, bin ich kein Kunde bei Ihnen? Ja. Ja, wenn ich ein Kunde bin, dann können... Ich werde Ihnen per WhatsApp schreiben. Sie haben es immer noch nicht verstanden, ne? Aber versuchen Sie mir mal per WhatsApp was zu schreiben. Sie rufen nämlich hier auf einem Festnetztelefon an. Landline, falls Sie das verstehen. Da gibt es kein WhatsApp. Ja, warten Sie kurz, bitte. Ja. Nehmen Sie Ihre Zeit. Ja, nehmen Sie Ihre Zeit. Herr Meier. Ja. Sie benutzen nicht WhatsApp? Das habe ich Ihnen mehrfach gesagt. Sie rufen auf einem Festnetztelefon an. Da gibt es kein WhatsApp. Im 2024, Sie benutzen kein WhatsApp? Ich sage es Ihnen nochmal. Sie rufen auf einem Festnetztelefon an. Da gibt es kein WhatsApp. Haben Sie nicht verstanden? Mein lieber Herr, was soll ich mehr sagen? Ja, genau. Sie haben es nicht verstanden? Ich habe gut verstanden. Gut, also warum fragen Sie dann nach WhatsApp? Sie rufen auf einem Festnetztelefon an. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir benutzen E-Mail nur mit dem Kunde, dass Sie schon... Ja gut, dann wird das nichts. Dann suche ich mir eine andere Firma. Kein Problem. Okay, ich werde Ihnen unsere Bankdaten per E-Mail schreiben. Okay? Ach, auf einmal geht es? Gut, okay, ich bleibe am Telefon... Auf einmal geht es. Warum bleiben Sie am Telefon? Ja, weil ich warten will, ob Ihre Bank... Ich muss Ihnen eine E-Mail schicken. Ich kann vielleicht nicht... lassen Sie mich mal ausreden und permanent dazwischengerede. Ich warte am Telefon... Was arbeiten Sie, Herr? Was das geht Sie gar nichts an. So, ich warte am Telefon, ob Ihre Bankdaten ankommen. Ich glaube nämlich, Sie wollen mir gar nichts schicken. Okay, ich schicke Ihnen unsere Bankdaten. Warten Sie kurz. Ich warte, genau. Ja? Ja, Herr Steffen, hören Sie mich bitte? Herr Meier, bitte. Herr Meier, okay, Entschuldigung Ihnen. Also, ich habe per E-Mail unsere Bankdaten geschickt und haben Sie gesehen? Nee, noch ist nichts angekommen. Ah ja, jetzt ist da was angekommen. Okay, sehen Sie bitte. Ja, sehe ich. So, wie hieß Ihre Firma doch gleich? Ja? Meine Frage war, wie hieß Ihre Firma doch gleich? Können Sie bitte das wiederholen? Ich habe akustisch ganz schlecht verstanden. Nochmal meine Frage. Wie heißt Ihre Firma doch gleich? easymarket.eu.com. Ja, Sie müssen nicht schreien. Sie müssen einfach nur gut zuhören und antworten. Ich schreie ja auch nicht. So, Ihre Firma heißt, ich sehe in Ihrer E-Mail-Adresse, da ist diese Firma ProtonMail. Das ist ja keine Firma. Lassen Sie mich bitte ausreden. Das ist eine ganz normale E-Mail-Adresse. Das ist keine Firmen-E-Mail-Adresse. Haben Sie keine Firmen-E-Mail? Das ist der E-Mail von unserer Firma und ProtonMail ist keine Trading-Firma. ProtonMail ist ein Mail-Anbieter.
Herr, ich habe keinen Kopf. Sie haben keinen Kopf, das merke ich. Das merke ich, dass Sie keinen wenn Kopf Sie haben. Möchten, wenn Sie möchten, machen Sie das. Wenn nicht, bitte. Hey, du merkst gar nicht, wie dumm du bist. Du bist ein Betrüger. Das ist nicht eure. Du bist ein Hurensohn. Schon hast du dich bewiesen, dass du ein Betrüger bist. Ich lach dich aus. Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Ja, ja. Ja, ja, genau. Du bist so dumm, richtig. Hast du gut festgestellt. Ja, ja. Du bist so dumm, genau. Du bist dumm, richtig. Habe ich schon festgestellt. Es ist nicht eure Webseite. Wo seid ihr denn lizenziert? Hast du doch gar nicht gesagt. Deutsche Kartoffel, du hast keine Ahnung, weiter mit mir zu reden. Doch, doch, komm. Natürlich, mache ich doch. Du legst doch gleich auf. Du legst doch gleich auf, weil du Angst hast. Weil du ein Betrüger bist. Ich rede gerne mit dir. Mit deiner Mutter, ja. Ja, mit, genau. Eigentlich. Ja, ja, eigentlich. Ja. So schlechtes Deutsch und du rufst in Deutschland an. Du legst doch sowieso. Und schon hat sie aufgelegt. Ja, bitte. Ja, hallo, guten Tag, Herr Stefan. Ach, da ist sie wieder. Stefan? Wie bitte? Da ist sie wieder, ja. Bist du Herr Hurensohn, ja? Ja, ist richtig. Du bist Frau Betrüger. Du bist Frau Betrüger, ja? Warum hast du denn aufgelegt? Ja, hast du Angst, ne? Du hast Angst, ne? Warum legst du denn deine auf? Mutter ist eine Betrüger? Warum legst du denn auf? Nee, du bist eine Betrüger. Und du bist nicht meine Mutter. Du und deine Mutter, deine Mutter. Du bist eine Betrüger. Ist eine Betrüger. Du bist eine Betrüger. Meine Mutter ist keine Betrüger. Du ich bist eine Mutter, Betrüger. Du bist eine Hure. Wie denn? Du bist doch gar kein Mann. Wie willst du denn ficken? Wie willst du denn ficken, kleiner dummer Betrüger? Ich lach dich aus. Du bist so dumm, du merkst es gar nicht. Mann, ich lach dich. Wieder mal der dümmste Betrüger, der heute angerufen hat. Ja, schön. Hey, Herr Hurensohn, Frau Hurensohn, Frau Hurensohn, hä? Was ist los mit dir, Frau ich Hurensohn? Habe einen Sohn? Frau Hurensohn. Und was ist denn los mit dir, Frau Hurensohn? Verstehst du nichts, oh, ne? Stefan, bitte. Bitte, bitte, was ist das? Was ist denn, was du redest? Deutsche Kartoffeln. Was tust du reden, hä? Was ist denn du, Hurensohn. Hä? Kommt Hurensohn. Jetzt wieder die Hitler-Schiene, dummer Betrüger? Tochter. Was ist denn los mit dir, dummer Betrüger? Ach so, Tochter, Tochter. Ja, bist du ein Dummdumm, ne? Bist du Dummdumm, ne? Kleine ja. Penner. Der dümmste deine Betrüger des Tages. Ich lach dich aus. Ich lach dich aus. Möchtest du noch irgendwas den YouTube-Zuschauern mitteilen? Ha? Was ist los? Keine Grüße an die YouTube-Zuschauer? Möchtest du denen sagen, hallo? Hallo, was ist denn los mit dir? Verstehst du hallo, gar nicht, was du gerade... Was ist denn los deine mit dir, Mutter kleiner Betrüger? Deine Mutter ist da. Ja, natürlich. Wie heißt denn meine Mutter? Wie heißt denn deine Mutter? Wie heißt du denn? Mutter, wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Wie heißt du denn, Mutter? Sag doch mal, wie heißt du denn, Mutter? Deine Mutter wie heißt denn? Ja, wie heißt denn? Maya, ja, Maya. Ja, und welchen Vornamen hat meine Mutter? Ei, ja, weiß ja. Ich gar nicht, weiß Stefan, ich gar Stefan. Nicht. Ja, ja. Stefan, ja, was ist denn los mit du, dir, kleiner Betrüger? Vermisst du? Nein, warum sollte ich dir zuhören? Warum sollte ich dir zuhören? Ich lache dich aus. Ich lache dich aus, weil du so dumm bist. Aber schön, dass du weiter anrufst. Hervorragend. Hat YouTube wird dich darüber freuen. YouTube wird sich darüber freuen. Ja, genau. Genau. Du kleine Hurensohn. Ja, und kannst du noch andere Schimpfwörter? Kannst du noch andere Schimpfwörter? Komm, gib dir mal Mühe. Gib dir doch mal richtig Mühe. Ja, du verstehst gar nicht. Kann sie wirklich nicht. Klassischer könnte doch so ein Betrügeranruf gar nicht ablaufen. Die anderen deutschsprachigen Scambeter und auch ich haben so etwas schon hundertfach erlebt. Diesmal war es eine angebliche australische Plattform, deren Sitz in Deutschland sein soll. Die Firmen-E-Mail-Adresse ist von Proton, einem ganz normalen öffentlichen Mail-Anbieter wie zum Beispiel web.de oder gmail.de. Wie ihr gehört habt, verstehen die weder Deutsch, noch können sie verständlich sprechen, um Fragen zu beantworten. Wenn die dann am Ende sind mit ihrem Latein, muss man natürlich beleidigen und richtig garstig werden, wenn man sie am Ende auslacht. Für heute habe ich genug gelacht und wünsche euch einen schönen Restsonntag mit netten Menschen.
Bis zum nächsten Video verabschiedet sich der Callcenter-Crusher.